Zur Sache Pin. Was ist ein Bürgerentscheid? Ja, vielleicht, dass die Bürger mitentscheiden dürfen. Hat das etwas zu tun mit einer Petition? War das nicht irgendwie, wenn man 10.000 Befürworter für eine Sache hat und dann kann man es irgendwie durchdrücken? Wenn die Bürger entscheiden dürfen in politischen Sachen, wie ihre Meinung ist. Gibt es in der Schweiz öfter, in Deutschland selten. Ich finde es gut. Bürger dürfen wählen. Alle 4 Jahre den Bundestag oder alle 5 den Landtag. Nennt sich repräsentative Demokratie. Aber es gibt auch direkte Demokratie, ein Instrument der Bürgerentscheid. Damit können Bürger in Gemeinden und Kreisen direkt über Angelegenheiten in ihrer Kommune entscheiden. Dafür müssen sie erstmal in einem Bürgerbegehren viele Unterschriften sammeln. Je nach Größe der Kommune von 5-9% der Wahlberechtigten. Die gestellte Frage muss mit Ja oder Nein zu beantworten sein. Vielleicht ist nicht. Wenn genügend Leute unterschreiben, kommt der Bürgerentscheid. Der gilt aber nur, wenn auch bei der Abstimmung genug Bürger mitmachen. In Rheinland-Pfalz liegt das Zustimmungsquorum bei 15% der Wahlberechtigten. Eher niedrig im Ländervergleich. Den Bürgerwillen muss die Verwaltung dann umsetzen.